Last but not least spricht nun die Vorsitzende von Haus und Grund Krefeld zu Ihnen. Guten Abend, Frau Sabine Habeland-Hoffmann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich übernehme gerne die Aufgabe, den Hauptteil unseres Landesverbandstages zu schließen und Sie freundlich aus Krefeld zu verabschieden. Wir haben gemeinsam eine bemerkenswerte Veranstaltung erlebt. Unser Anliegen, die Haus- und Grundeigentümer kraftvoll zu vertreten und in der Öffentlichkeit zu Gehör zu bringen, haben wir deutlich machen können. Vor dem Dank an die Organisatoren und die Redner zunächst ein paar Informationen zum Ortsverein Haus und Grund Krefeld. Wir bestehen seit dem Jahr 1886 und sind mit über 5000 Mitgliedern einer der großen Vereine im Landesverband Rheinland. Unsere Hauptgeschäftsstelle befindet sich hier in der Nachbarschaft in unmittelbarer Nähe am zentralen Halte- und Umsteigeplatz aller Straßenbahnen und Busse. Mit unseren Filialen in Viersen und Kempen bieten wir unseren Mitgliedern auch in der Fläche den kurzen Weg zur Beratung und zum Erwerb von Vertragsmustern und Formularen. Unser Verein wächst seit Jahren um rund 100 Mitglieder pro Geschäftsjahr. Insgesamt arbeiten bei uns neben Rechtsanwalt Michael Hess als Geschäftsführer 3 weitere Juristinnen und 8 Angestellte. Mit Stolz erwähne ich eine Besonderheit. Seit einigen Jahren bilden wir aus. Nach einer jungen Dame, die wir nach bestandener Abschlussprüfung in das Angestelltenverhältnis übernommen haben, lernt derzeit ein Auszubildender den Beruf Kaufmann für Büromanagement. Neben der klassischen juristischen Beratung nehmen wir auf Wunsch unserer Kunden die Erstellung von Betriebskostenabrechnungen und unsere Beauftragung als Hausverwalter stetig zu. Die fachlichen Voraussetzungen unserer Beschäftigten für ihre Aufgabenbereiche werden durch den regelmäßigen Besuch von Seminaren und Lehrgängen aufgebaut und auf dem neuesten Stand gehalten. Als Beispiel nenne ich die Fortbildung zum Immobilienverwalter bei unserer Industrie- und Handelskammer. Ich kann stolz feststellen, wir sind in Krefeld und in der weiteren Umgebung im Rahmen der von uns zu vertretenden Themen ein beachteter und gesuchter Gesprächspartner. Das gilt für die Politik, die örtlichen Institutionen, die öffentlichen Verwaltungen und auch für die Presse. Unser Geschäftsführer und ich treffen uns regelmäßig zu Gesprächen mit den Fraktionsspitzen der Parteien. Wir sind im engen Kontakt mit den Fachbereichen der Verwaltung und auch der Oberbürgermeister findet Zeit für uns. Die örtliche Presse erkundigt sich zu bestimmten Themen regelmäßig bei Herrn Hess nach der Meinung von Haus und Grund, bittet ihn als juristischen Experten um eine Stellungnahme oder führt ein Interview. Ich kann Ihnen versichern, wir sind dabei, in der deutlichen Vertretung der berechtigten Interessen unseres Vereins und seiner vielen Mitglieder nicht zimperlich, was natürlich nicht immer allen gefällt. So viel zu uns hier vor Ort. Nun habe ich Dank zu sagen. Einmal für eine gute Vorbereitung dieser Veranstaltung, die qualitativ hervorragende Öffentlichkeitsarbeit, die sich hoffentlich auch in der jetzt folgenden breiten Berichterstattung niederschlagen wird
und einen insgesamt bemerkenswerten, gelungenen Landesverbandstag. Vielen Dank. Krefeld hätte aber auch nichts anderes verdient. Ich danke besonders Ihnen, Herr Professor Dr. Rasche, als Vorsitzenden des Landesverbandes und Ihnen, Herr Amaya, als den Hauptverantwortlichen für die heutige Veranstaltung. Herr Amaya, wenn Ihnen wegen der Mobilisierung so vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer leitende Positionen in großen Eventmanagementfirmen angeboten werden sollten, lehnen Sie bitte ab. Sie werden in Düsseldorf weiter dringend gebraucht. Sofern Sie beide den Ehrgeiz haben sollten, demnächst noch wesentlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Landesverbandstag einzuladen, wir sind bei der Vermittlung von Messehallen oder Flugzeughangars gerne behilflich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz von der IHK Mittlerer Niederrhein und bei Herrn Präsidenten Dr. Kai Warnecke vom Zentralverband Haus und Grund Deutschland für Ihre Grußworte. Meinen ganz besonderen Dank spreche ich Ihnen, Herr Laschet, für das Hauptreferat aus. Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich bei uns in Krefeld wohlfühlen. Es gibt offensichtlich in den nächsten Jahren viel zu tun. Die Mitglieder unserer Haus- und Grundvereine werden genau verfolgen, was umgesetzt werden kann. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind und alles Gute für Ihre politische Arbeit. Nicht vergessen sind natürlich auch die tüchtigen Musikerinnen und Musiker des Soundorchesters Burg Tann. Sie waren heute bereits zum dritten Mal die wunderbaren Begleiter unseres Landesverbandstages und werden uns jetzt mit einem Medley mit dem Thema James Bond verabschieden. Ich kann es nicht entscheiden, gehe aber davon aus, dass Sie uns auch zukünftig unterhalten werden. Eine passende Bezeichnung werden wir noch finden. Hauskapelle von Haus und Grund wäre sicher zu profan. Für heute vielen Dank und eine angenehme Heimreise. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schließe hiermit den Landesverbandstag 2017 in Krefeld. Danke, dass Sie dabei waren. Auch Ihnen wünsche ich eine gute Heimfahrt und persönlich alles Gute. Freuen wir uns auf ein Wiedersehen, vielleicht schon im Mai beim Zentralverbandstag in Berlin oder spätestens bei unserem Landesverbandstag im kommenden Jahr. Vielen Dank.